Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Okami. Ich habe die Familie völlig falsch. Im letzten Part haben wir den letzten Hundekrieger, den G. Glaube ich. Das war mein vorletzten Part. Jetzt sind wir wieder ins Dorf Kusa zurückgelaufen mit den Sagitomi-Kugeln der Macht, die wir eingesammelt haben. Und konnten nun endlich den Windschrein betreten. Susanoo saß hier auch und der ist erstmal vorgelaufen. Abwesend, wie er nun mal ist. Und wir können nun den Windschrein betreten. Das ist Yatsu, ein Geist, wahrscheinlich ein früherer Priester. Aber gerade möchte ich mal eben noch hier meine Werte mal aufstocken. Ich weiß aber gerade nicht genau, welche ich nehme. Mach ich mal die Börse größer? Oder machen wir uns mehr Leben? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was machen wir am besten? Na gut, mit Leben haben wir bisher eigentlich nie so Probleme gehabt. Ach komm, wir machen hier nochmal die. Beim nächsten Mal machen wir dann das Leben oder die Geldbörse und danach dann jedenfalls das andere. So, auf in den Windschrein. Let's go! Enge Gänge. Und? Ein tiefer See. Ach, da unten sind Dinger. Zack. Dürften die jetzt nicht eigentlich auch zu uns kommen? Erhalten, heiliger Knospen S. Und Libellenperlen und Bullenhorn. Alles klar. So. Als erstes hin. Ich meine, hier konnten wir noch nicht lang. Oder was ist das ganz anderes? Ein Dämonentor. Ballern wir das doch mal weg. So. Was haben wir denn da? Ein Teekesselchen. Na komm. So, und nun. Bam. Komm her. Du Sau. So nicht. Und zack. Und noch einen drüber. Na. Zack. Und so schnell hat man einen neuen Gegner erledigt. Zeit? Das war sogar noch relativ schnell. Was will das Ding? Naja. Oh. Wir bekommen einen exorzierenden Schlüssel. Frage ist nur, wo ist das passende Schloss dazu? Die Windmühlen können wir erstmal getrost ignorieren, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt damit nichts anfangen können. So viel sage ich schon mal, bevor ich hier eine Unwissenheit schauspielere, die nicht vorhanden ist, sage ich lieber, mit den Windmühlen beschäftigen wir uns später. Ein bisschen Fleisch. Hier Rundumschlag. So, alles zu mir. Und dann können wir jetzt den Fahrstuhl betreten. Und eventuell vorher mal speichern. Wir speichern vorher mal. So. Windschrein passt ja auch noch. So. 8 Stunden 46 haben wir schon. Das heißt, ich nehme schon wieder über eine Stunde auf. Asla. Hier steht das Symbol für die Kirschbombe drin. Das bedeutet, Kirschbombe rein. Blöd. Eingesaugt und
Bam! Aber wenn Fahrstühle echt so mega schnell wären, wäre das der Hammer. Eine blaue Schiffsrolle. Na komm, du Sauvieh. Na komm her. Das schlechte Ergebnis von eben muss ich erstmal wieder wegmachen. So. Na komm, nimm Damage. So. Immer noch nicht schnell genug. So. Lächerlich. Wir bekommen noch einen Schlüssel. Sowas. Sonst ist hier nichts. Ja, hier haben wir kein Wasser zum Löschen da. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Schlüssel ins nächste Stockwerk, nehme ich an. Weil manche Tempel hier kenne ich auch nicht mehr so gut. Nun gut, ach. Wasser! Bock. Dann Aufzug. Und Bams! Und noch einmal. Zack. Und Bams! Nochmal nach oben. Und hier ist das olle Schloss. So, was haben wir hier? Ein Haufen Zeugs. Kohle. Ein Vogel. Noch mehr Zeugs. Und eine Treppe, die nach oben führt. Es wird zugleich alles idyllisch, aber auch böse. Das ist extrem beunruhigend. Wir laufen einfach mal nach oben. Hat nur kaputt. Das ist aber eine große Windmühle. Ich habe sie unten vom Dorf raus gesehen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass sie so groß ist. Hey, was ist das? Es wirbelt vor der großen Windmühle herum. Es sieht beinahe aus wie Wind, aber er ist schwarz und dunkel drohend. Als ob er der Wind in die entgegengesetzte Richtung gelenkt würde. Ich frage mich, ob diese wirbelnde böse Luft die Windmühle angehalten hat. Vielleicht hat darum der göttliche Wind aufgehört zu blasen. Wenn es so ist, dann muss es das Werk von Rothelm sein. Ich frage mich, wie wir diese böse Luft loswerden können. Ja, wir machen einfach mal so. Ha, in die entgegengesetzte Richtung. Siehst du? Ich wusste, dass dadurch der göttliche Wind zurückkommen würde. Ja, mach. Male einfach auf. In die andere Richtung. Also so. So. Okay, noch einer. Wir den Rest verfügen lassen. So. Wow, alles ist hell und blau und schön. Geschafft. Jetzt, wo der göttliche Wind wieder da ist, da wette ich, dass die große Windmühle sich auch wieder bewegen wird. Endlich. Alles ist wieder so, wie es sein soll. Ja, ja, ja. Sie beginnt sich zu drehen. Sieh nur, wie stark der göttliche Wind weht. Sicherlich wird das Böse aus dem Dorf Kusa. Wird er das Böse, das aus dem Kuva. Aus dem Dorf Kusa. Böse weg. Ganz einfach. Ne? Was ist das? Swingling. 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 Ein Pferd. Pack. Pack. So.
Ja, ich war noch nicht fertig. Da, da und da. Ja, ich weiß, es ist. Ach nee, die roten Stellen heißt daneben. Naja. Wo willst du hin? Oh. Halt, stopp! Oh. Pferd wurde überholt. Oh, Materasu. Quelle alles Guten unserer Allermutter. Schon zu lange wanderte ich, Kasegami, Gott des Windes, auf verdunkelten Pfaden. Aber jetzt scheint das Licht wieder auf mich. Nutze meine Macht, den Wind zu manipulieren. Vernichte jene, die die Welt in Finsternis verhüllen wollen. Geht klar, Alter, machen wir. Ist alles kein Problem. Swing! Ich wette, es war der göttliche Wind, der den Gott des Windes zurückgebracht hat. Jetzt kannst du Kasegamis Pinseltechnik Sturmwind einsetzen. Mal einfach das Zeichen von Kasegami, um Wind zu erschaffen. Probier es aus. Hey, dieses Windrad sieht aus wie ein gutes Ziel. Male das Zeichen des Windes, wie du es bei der wirbelnden Luft des Bösen gemacht hast. Versuch die Flügel des Windrads sich drehen zu lassen. Also, Wing. Yay! Und es ist wieder offen. Ah, was für ein erfrischender Wind. Und diese Tür hat sich geöffnet, als die Flügel der kleinen Windmühle sich zu drehen begann. Dieser Wind ist nicht zu verachten. Du solltest diese Pinseltechnik an verschiedenen Dingen ausprobieren. Aber jetzt ist keine Zeit, um uns auf unserem Lorbeeren auszuruhen. Die große Windmühle schickt den göttlichen Wind runter in das Dorf. Aber dieser Rothelm lauert immer noch irgendwo im Windschrein. Und dieser Lindwurmkristall, über den Vaka erwähnte, hat mein Interesse geweckt. Lass uns diesen Ort auf den Kopf stellen, bis wir ihn gefunden haben. Alles klar. Also erstmal. Oh, da hinten ist was. Eine Kiste. Mit einem Sonnenfragment. Yeah. Wir haben ein Leben dazu bekommen. Das heißt, das Investieren von Punkten war gar nicht nötig. Also wäre nicht nötig gewesen, wenn wir es denn getan hätten. Ich mag den Konjunktiv. Kann ich auch das hier auspusten? Tatsache. So einfache Sachen habe ich damals irgendwie nie ausprobiert. Ich habe immer nur strikt den Anweisungen gefolgt. Ah, eine böse Kiste. Warte einen Moment, diese Schatzkiste. Ich wette, dass du das Feuer jetzt auch ohne Wasserlass löschen kannst. Ja, mal wegpusten, ne? Und da gibt's. Ups. Erhalten Karte Windschrein. Karte, welche die Umgehung zeigt. Auf Karte bitte zu betrachten. Also hier. Jetzt sollst du mal hier alles einsammeln. Zack. Klingeling. Und eigentlich will ich gar nicht. Nein, ich will. Nein, nein, nein. Ich wollte noch eine Etage früher raus. Weil da auch noch so eine Kiste war. Bams! So, hier war noch eine Kiste. Und da haben wir eine verstreute Perle. Und dieses kann man sich auch, glaube ich, hier irgendwo auf einem Bildschirm angucken. Ich weiß nicht. Was hier? Genau, bei Perlen. Also wir haben jetzt 4 Stück von 99. Ist das übertrieben? Doch irgendwann werde ich mir mal die Zeit nehmen, alle zu suchen. Irgendwann mal. Und so. Dann werden wir jetzt mal zu diesen Windmühlen hier gehen. Cutscene. Naja. Eher so eine Szene, in der man gesagt kriegt, was man endlich eh schon wusste. Und hier dreht sich jetzt alles. Und wir können endlich hier rüber. Zack. Alten Pinseltipps. Alles klar. Dann würde ich schon fast sagen, wir heben uns das hier alles jetzt, diesen Abschnitt, für den nächsten Part auf. Ja, klingt eigentlich nach einer relativ guten Idee. Dann sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao.